Ich kann bis heute noch nicht sagen, warum mein Sohn zu einem gesonderten Gespräch mit mir eingeladen wurde zum Direktor der Schule. Begründet wurde es damit, er wäre angeblich nicht schulfähig, was ja nicht stimmte, weil er hat die normale Schuleingangsuntersuchung gehabt und er war schulfähig. Er ist auch erst mit 7 Jahren eingeschult worden, weil er im Sommer geboren war. Wir mussten plötzlich da beim Direktor der Schule erscheinen. Und dann sollte das Kind so ein paar Rechenstäbchen legen und es sollte auch Fragen antworten. Und das hat er so gemacht, wie halt Kinder in dem Alter antworten auf die Frage, wart ihr schon mal im Zoo? Hat er gesagt, ja. Was hast du da gesehen? Löwe. Also immer so, wie halt Kinder sind. Die Rechenstäbchen hat er auch zur Zufriedenheit gelegt. Er hat ein Bild gemalt. Und dann kam natürlich was, wo ich dann gleich merkte, wie die Stimmung kippte. Er wurde gefragt, ob er im Kindergarten auch Lieder singt. Ja, singt er. Und da sollte er ein Lied singen. Und mein Sohn war nie so euphorisch oder wie auch immer, hat sich das Leichteste rausgesucht, was ihm da gerade spontan einfiel und sang vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Das ist ein Kanon. Und dem Direktor in der Schule fiel wirklich sichtlich die Kinnlade runter. Und dann passierte das, dass mein Sohn mit der Lehrerin, die anwesend war, rausgeschickt wurde und ich mit dem Direktor alleine war. Und da hat er angefangen und wollte mir weismachen, dass mein Kind nicht schulfähig ist. Er wäre behindert. Aber so, um solche Kinder müsste man sich ja auch kümmern. Und dass ich mein Kind nicht in den Hort schicken werde, ich habe zu dem Zeitpunkt Teilzeit gearbeitet und konnte von den Arbeitszeiten das so legen, dass ich ihn quasi, er ist zwar noch eine Stunde in den Hort gegangen, aber nicht den ganzen Nachmittag dann abholen konnte. Und dass ich ihn nicht zu den Pionieren schicken will, was ich ja schon vorher kundgetan hatte, das wäre ganz schlecht für mein Kind. Das heißt, ich wusste in dem Moment, woher der Wind weht. Das war irgendeine Maßnahme, um mich nochmal unter Druck zu setzen, weil es natürlich für die Schule schlecht war, zu sagen, wir haben hier nur 99,9% Pioniere. Hier sind ein oder zwei Kinder, die nicht bei den Pionieren sind. Und er hat in dem Gespräch ganz stark auf meine Mutterrolle eingeprügelt, so nach dem Motto, Sie als Mutter, was tun Sie Ihrem Kind an? Also das war schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Das war also vor der Was haben Schuleinführung. Sie denn, wie haben Sie denn darauf Ich reagiert? habe versucht, alles vom Tisch zu wischen, habe gesagt, wir bleiben dabei und das Kind wird eingeschult und das war aber schwer, Härte zu zeigen. Ich war ja damals, muss mal kurz überlegen, ja noch nicht mal 30 Jahre alt. Ja, das war also schon sehr heftig. Und ich habe auch zeitweise mit den Tränen gekämpft, weil er wirklich massiv geworden ist. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, kenne ich mein Kind nicht mehr? Also das war sehr psychologisch sehr geschickt, wie er das gemacht hat. Ich habe auch hinterher nie klären können, warum dieses Gespräch gewesen ist. Das war ungewöhnlich. Also ich kann nur denken, die haben versucht, Druck auszuüben. Und als vor dem Schulbeginn noch ein Elternabend war, habe ich gedacht, ich gehe jetzt auch gleich zu der Klassenlehrerin, die bei diesem Gespräch nicht dabei war. Und habe mich vorgestellt und da guckt sie so und sagt, ach, Sie sind die Mutter des Sorgenkindes. Das heißt, es war schon durchgestellt worden, hier kommt ein schwieriger Schüler, aber bezogen auf das Kind, nicht auf die Eltern. Also man hat dann auch schon versucht, das Kind zu instrumentalisieren, damit die Eltern gefügig werden.